Artikelnummer SCP-025. Objektklasse: Sicher. Sonderverwahrungsverfahren: SCP-025 sowie die Verwahrkammer dürfen nur zu Versuchszwecken geöffnet werden. Nur autorisiertes Forschungs- und Sicherheitspersonal darf entsprechende Zugangscodes erhalten. Es sind keine weiteren Vorkehrungen erforderlich. Beschreibung: Bei SCP-025 handelt es sich um einen 97 cm breiten, 62 cm tiefen und 1,95 m hohen Holzschrank voll mit Kleidung aus verschiedenen Zeiträumen. Die im Schrank enthaltenen Artikel, welche zusammengefasst als SCP-025-1 bezeichnet werden, entsprechen dem Stil der Zeit von den 1920ern bis zur Gegenwart. Die Kleidungsstücke eines gleichen Zeitraums können sich dabei stark im Stil unterscheiden. So gibt es beispielsweise für die 1970er ein gestreiftes Hemd aus Polyester und eine dunkelgraue Anzughose. Der einzige Aspekt, den alle Kleidungsstücke in SCP-025 gemeinsam haben, ist, dass sie alle in schlechtem Zustand sind. Risse und Laufmaschen sind keine Seltenheit und ein Großteil der Kollektion wurde von Motten zerfressen. Wenn ein Kleidungsstück aus SCP-025 angezogen wird, zieht sich der Träger innerhalb der nächsten 24 Stunden entweder eine Verletzung zu oder stirbt. Die Ursache der Verletzung oder des Todes steht dabei immer im Zusammenhang mit den gerade beschriebenen Mängeln an der Kleidung, ereignet sich aber als scheinbar unabhängiger Unfall. Das Tragen eines Handschuhs mit abgeschnittener Fingerspitze zum Beispiel kann den Verlust der Fingerspitze bei einem Küchenunfall, zum Beispiel beim Zwiebelschneiden, zur Folge haben. In ähnlicher Weise führt das Tragen eines Ponchos mit fehlendem Ärmel irgendwie zum Verlust des unbedeckten Arms, sei es durch den Angriff eines wilden Tieres oder durch einen Autounfall, der die Amputation der Gliedmaße erforderlich macht. Wird ein Subjekt in einem unmöblierten Raum eingeschlossen, während es etwas aus dem Schrank trägt, erkrankt es zum Beispiel spontan an einer fleischfressenden Krankheit, die in den nicht von der Kleidung bedeckten Bereichen beginnt, oder es tritt Organversagen in einem der Organe ein, welche sich unter einem der Löcher der Kleidung befinden. Es ist gegenwärtig unklar, ob die Krankheiten, die sich aus diesen Vorfällen ergeben, ansteckend sind, da aufgrund der Geschwindigkeit, mit der die beobachteten Fälle verlaufen sind, keine Studien erfolgreich durchgeführt werden konnten. Es wird empfohlen, Proben der Krankheitserreger für mögliche Verwendung als biologischen Kampfstoff ins Labor zu schicken. Es folgt ein gekürztes Versuchsprotokoll von SCP-025. Ein ausführlicheres Protokoll wird dem deklassifizierten, vollständigen Dokument beigelegt. Subjekt D778, ein 42-jähriger weißer Mann. Kleidungsstück: weißer Smoking aus den 40er Jahren. Mängel: gerissene Naht in der linken Schulter. Versuchsergebnisse: Subjekt durfte sich unter der Aufsicht von Agent frei im Standort bewegen. Etwa 45 Minuten lang gab es keine Vorkommnisse. Laut Aufnahmen der Überwachungskameras und Zeugenaussagen kam es zu einem Versuch des Subjektes, Agent zu überwältigen. Diesem gelang es wiederum, das Subjekt mit einem Messer zu verletzen. Bei der Verletzung handelte es sich um eine 1 cm tiefe Schnittwunde in der linken Schulter von D778, genau an der Stelle, an der die Naht des Smokings gerissen war. Der Versuch wurde abgebrochen und das Subjekt später terminiert. Subjekt D690, ein 26-jähriger weißer Mann. Kleidungsstück: eine 2004 Boston Red Sox Baseballkappe. Mängel: fehlender Druckknopfverschluss auf der Rückseite der Kappe. Logo auf der Vorderseite teilweise entfernt. Versuchsergebnisse: Das Subjekt wurde in einem verschlossenen Raum platziert. Neben dem Subjekt befand sich noch ein Tisch, auf welchem noch eine geladene Jericho Baby Eagle 9mm Handfeuerwaffe, ein Grillanzünder und ein Beil lagen im Raum. D690 entschied sich dafür, die Kappe für den Versuch mit dem Schirm nach hinten zu tragen. Mögliche Auswirkungen dieser Entscheidung auf das Testergebnis sind unbekannt. Subjekt zeigte sich mehrere Stunden lang abgeneigt, einen der Gegenstände auf dem Tisch zu berühren. Nahrung und Wasser wurden nach Bedarf gestellt. Nach 4 Stunden allgemeiner Inaktivität nahm das Subjekt die Handfeuerwaffe in die Hand und untersuchte sie. Während es sie ungefähr auf Augenhöhe hielt, schoss die Waffe in die Stirn von D690, wo sich der Druckknopfverschluss befunden hätte. Die Kugel verließ das Subjekt in der Nähe des Teils der Kappe, an dem der fehlende Teil des Logos gewesen wäre. Subjekte:
D736, ein 22-jähriger weißer Mann. D771, ein 23-jähriger weißer Mann. Kleidungsstücke: burgunderrote gestreifte Pulloverweste aus dem Jahr 1973. Mängel: Artikel scheint teilweise von Motten zerfressen worden zu sein. Mehrere große Löcher in der Vorderseite. Versuchsergebnisse: D736 wurde vom Forschungspersonal gebeten, die Pulloverweste zu tragen, was er unter Zwang tat. D771 erhielt außer Sichtweite des anderen Subjektes eine geladene Handfeuerwaffe und die Anweisung auf ein gegebenes Signal hin, alle 6 Kugeln in Richtung D736 abzufeuern. Nachdem dies geschehen war, wurde festgestellt, dass jeder abgefeuerte Schuss durch eines der Löcher in der Pulloverweste gegangen war, wobei die Kleidung intakt blieb und D736 getötet wurde. Schusswaffe sichergestellt, überlebendes Subjekt zurück ins Quartier gebracht. Subjekt: D771, ein 23-jähriger weißer Mann. Kleidungsstück: Pulloverweste aus vorherigem Versuch. Mängel: identisch zu vorherigem Versuch. Versuchsergebnisse: D771 wurde diesmal in einen leeren Raum mit den Abmessungen 15 m x 15 m x 15 m platziert. Die einzigen anderen Objekte im Raum waren die Deckenlampen. Subjekt klagte zunächst über Langeweile, legte sich dann auf den Rücken und schlief ein. Nach 2 Stunden und 14 Minuten lösten sich plötzlich 2 der Leuchtstoffröhren in der Decke und fielen herunter. Beide landeten rechtwinklig auf Löchern im Pullover und zersplitterten beim Aufprall. Eine der Röhren zerbrach in zackige Stücke, die D771 an mehreren Stellen aufspießten, aber wiederum nur durch bereits vorhandene Löcher in der Pulloverweste. Das Subjekt hatte noch für etwa 6 Minuten Lebenszeichen. Eine andere Testumgebung wurde ausgesucht, um mögliche Schäden an der Umgebung zu minimieren. Subjekt: Dr. Ungeplanter Versuch. Eine nicht identifizierte Person ließ ein Kleidungsstück aus SCP-025 auf Dr. Schreibtisch liegen, das einem seiner eigenen Kleidungsstücke ähnlich sah. Jegliche Informationen über diesen Vorfall und oder den Täter sollten sofort dem zuständigen Personal gemeldet werden. Kleidungsstück: Schal in verschiedenen Farben gefärbt. Mängel: Ein stark gezogener Faden führte dazu, dass der Schal in der Mitte wesentlich kürzer und enger war. Versuchsergebnisse: Gemäß seines Kalenders war Dr. SCP-025-1 tragend am auf dem Weg zum Gehege von SCP für eine Routineüberprüfung. Er wich jedoch von seinem geplanten Weg ab und bewegte sich in Richtung eines völlig separaten Flügels der Einrichtung. Subjekt betrat dann die Verwahrkammer von SCP-173 ohne Begleitung oder andere Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Subjekt blinzelte, sobald er hörte, wie sich die Tür hinter ihm geschlossen hatte. Todesursache war eine zerquetschte Luftröhre durch Strangulation. Subjekt: D802, eine 30-jährige Hispano-Amerikanerin. Kleidungsstück: weißes Hemd im Flashdance-Stil der 1980er. Mängel: rechte Schulter entfernt, linker Ärmel vollständig abgeschnitten, gesamter unterer Saum zerfetzt. Versuchsergebnisse: Daten gelöscht. Alle Anwesenden wurden als potenziell Infizierte unter Quarantäne gestellt und Daten gelöscht. Alle weiteren Versuche im Zusammenhang mit der Mode der 1980er Jahre wurden aufgrund der Kosten und Sicherheitsrisiken, die das oben erwähnte Experiment mit sich brachte, auf unbestimmte Zeit verschoben. Die vollständige Säuberung dürfte weitere Wochen dauern. Weitere Versuche wurden autorisiert. Die Ergebnisse warten nun auf die Deklassifizierung.